Ich lasse mir das nicht länger gefallen. Ich brauche euch nicht zu sagen, dass die Zeiten mies sind. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Aber seit nunmehr über 4 Jahren jagt eine schlimme Nachricht die andere. Vergewaltigung, Massenvergewaltigung, Morde mit Schwert und Machete. Frauen trauen sich ohne Pfefferspray nachts nicht mehr aus dem Haus. Aber was nützt ein Pfefferspray gegen mehrere junge Männer? Menschen werden wegen ihrer anderen Meinung, sogar wegen der Klimapolitik, in die rechte Ecke gestellt. Jeden Tag denke ich, dass der Höhepunkt erreicht ist und dass es nicht mehr schlimmer werden könnte. Aber jeden Tag werde ich überrascht, dass der Vortag noch zu toppen ist. Ich habe das Gefühl, mitten in einer Irrenanstalt zu sein. Ich kann nicht raus, weil die Wärter der Anstaltsleitung die Irren sind. Sie pumpen uns voll mit Drogen und Nachrichten. Und nur wer die Drogen nicht einnimmt, der sieht, wer die Kranken wirklich sind und versteht, dass die Nachrichten, mit denen sie uns versorgen, Fake News sind, um uns entweder zu beruhigen, wir leben so sicher wie seit 30 Jahren nicht mehr, oder aber um uns in Panik zu versetzen, weil die Welt untergeht wegen angeblichem Klimawandel. Jeden Tag Fake News vom Feinsten und keiner fragt, weshalb sich alle Politiker der Altparteien und die Medien einig sind. Ist es nicht aber gerade die Aufgabe der Medien, dafür zu sorgen, unserer Regierung auf die Finger zu schauen? Was ist los in diesem Land? Es ist von angeblichen Flüchtlingen die Rede. Aber diese Männer sehen nicht aus wie Flüchtlinge. Sie sehen aus wie junge, starke Kämpfer. Weshalb wird man, wenn man regierungskritisch ist, als Nazi bezeichnet? Waren die richtigen Nazis Regierungskritiker? Waren sie es nicht, die Regierung damals, also Hitler, die Treue gehalten haben, dem Mainstream hinterhergedackelt sind? Jetzt die Fake News, dass die Welt untergeht, wenn wir nicht Steuern für unsere Luft bezahlen. Wer hat sich das ausgedacht und was wird wirklich damit finanziert? Das Klima ganz bestimmt nicht. Warum lassen wir uns, und das ist jetzt eigentlich normalerweise nicht meine Sprache, aber hier passt nichts anderes, warum lassen wir uns verarschen? Habt ihr euch nochmal das Jahr 2019 Revue passieren lassen? Ein krankes Mädchen, das bis dahin die eigene Familie mit ihren Eskapaden tyrannisiert hat, erzählt, dass die Welt untergehen wird, wenn wir nicht nach ihrer Pfeife tanzen. Dass eine ganze Industrie hinter dem Kind steht und sich daran dumm und dämlich verdient, das will keiner sehen. Schließlich ist das Kind behindert und da heißt es, die Klappe halten. Wer nicht auf den Klimazug aufspringt, der hört sich an, wer nicht hüpft, der ist ein Nazi. Inzwischen werden Kinder gegen ihre Eltern, inzwischen sogar gegen die Großeltern aufgehetzt. Man findet es ja dann auch noch lustig, wenn man die als Umweltsau bezeichnen darf. Also die Generation, die heute noch am sorgsamsten mit den Ressourcen umgeht. Nebenbei auch noch alles finanziert hat. Alles, alles darf gesagt werden, wenn es um das Klima und die Rettung der Welt durch die Deutschen geht. Menschen mit Asperger-Syndrom können aber ihr Wissen nicht in einen größeren Zusammenhang einordnen. Manche von ihnen sehen CO2, wo es keins gibt und verstehen nicht, dass es Klimawandel schon zu Zeiten gab, als es noch nicht mal einen Menschen auf der Erde gab. Trotzdem behaupten sie steif und fest, dass Klimawandel heutzutage nur menschengemacht sein kann. Dass Asperger aber ansteckend ist, speziell in Deutschland, das wissen wir jetzt seit 2019. Mit einer CO2-Abgabe retten wir aber nicht das Klima, wir füllen damit nur die Staatskassen, die trotz Milliardenüberschuss auf wundersame Art und Weise leer sind. Deutschland hat einen Bundespräsidenten, der eine Gruppe wie feine Sahne Fischfilet bewirbt, die zu Gewalt gegen Polizisten aufruft. Texte wie "Die Bullenhelme, die sollen fliegen, eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein" scheinen für ihn normal zu sein. Wir haben einen Bundestagspräsidenten, der sich nicht daran erinnern kann, was mit 100.000 Mark in seinem Aktenkoffer passiert ist, der aber jetzt den Moralapostel im Parlament spielt. Und wir haben eine Bundestagsvizepräsidentin, die vor laufender Kamera im Bundestag ein Päckchen zugeschoben bekommt, es schnell unter ihrem Handy verschwinden lässt, jeder weiß ganz genau, was da drin ist. Aber scheinbar findet es ja jeder normal hier, dass irgendwo auch im Bundestag Drogen gehandelt werden.
Ursula von der Leyen ist neue Präsidentin der Europäischen Kommission. Sie hat die Bundeswehr an die Wand gefahren, dem Arbeitgeber ihres Sohnes lukrative Beraterverträge zugeschustert und nein, was für ein Zufall, auf ihrem Handy sind genau die Daten gelöscht worden, die ihr das Genick brechen könnten. Und last but not least haben wir eine Kanzlerin, die nicht nur die deutsche Flagge vor laufender Kamera angewidert entsorgt hat, inzwischen kann sie das Abspielen der Nationalhymne nur noch im Sitzen ertragen, weil es sie sonst vor Ekel schüttelt. Sie fährt das ehemals blühende Land seit Jahren gegen die Wand, zielsicher gegen die Wand, macht aber für ihr Versagen Trump und den Brexit verantwortlich. Sie, die im gepanzerten Wagen und geschützt von Bodyguards und Scharfschützen lebt, die einen Burggraben vor den Reichstag bauen lässt, erklärt uns, dass Angst kein guter Ratgeber sei und dass wir uns gegen Terroristen durch Beten und Blockpfeifenspielen schützen können. Wer irgendetwas anprangert, was hier falsch läuft, etwa die täglichen, ach inzwischen sind es ja schon die stündlichen Einzelfälle, der wird als Rechtsextremist oder gar als Nazi bezeichnet. Der Kampf gegen Rechts ist das Gebot der Stunde. Aber ganz ehrlich, wenn ich mit meinem kleinen Enkel auf dem Bahnsteig stehe, dann habe ich keine Angst, dass mich ein Rechtsradikaler vor den Zug schubst. Auch so ein niedliches Wort, das sich die Presse hat einfallen lassen, um Merkels Versagen in nette Worte zu verpacken. Ich wüsste nicht eine Frau, die wegen Rechtsextremisten ein Pfefferspray dabei hat. Es ist nicht der Rechte, der seine Frau überfährt und dann eine Axt aus dem Wagen holt und ihr den Kopf abhackt. Es sind nicht die Rechten, die ihre Frauen anzünden oder hinter dem Wagen herschleifen, weil sie sich von ihnen getrennt haben. Es sind auch nicht die Rechten, die auf offener Straße Menschen mit dem Schwert hinrichten. Und es sind auch nicht die Rechten, die mit Macheten Angst und Schrecken verbreiten. Es muss abgelenkt werden davon, dass die da oben die Übeltäter sind. Und dazu ist die Nazi-Keule wie geschaffen. Und die öffentlich-rechtlichen Sender versorgen uns täglich mit diesen Fake News. Mal ganz ehrlich, kann sich jemand daran erinnern, dass an einem einzigen Tag auch irgendwas über Nazis gebracht wurde? 75 Jahre nach Kriegsende wird uns immer noch ein schlechtes Gewissen eingeredet und Schuld an sämtlichem Elend der Welt gegeben. Die Medien spielen die entscheidende Rolle, denn würden sie mal 3 Tage lang ehrlich berichten, also die Fehler der eigenen Regierung anprangern, dann wäre nach spätestens einer Woche Schluss mit lustig. Aber wer sich wagt, nicht regierungskonform mitzumachen, Eva Herrmann und Uwe Steimle können ein Lied davon singen, der wird aus dem Studio entsorgt. Ich könnte nur noch schreien. Wir sitzen im Sessel und lassen uns von denen im Fernsehen also sagen, dass all diese Messerattacken, Vergewaltigungen, Massenvergewaltigungen, verhinderte Terroranschläge, dass das alles normal ist? Und die Wähler zählen eins und eins nicht zusammen. Das Schlimmste ist für mich der Spruch, ach, die anderen würden es ja auch nicht besser machen. Was ist los mit diesem Land, in dem es früher mal Dichter und Denker gab? Es scheint das Land der Duckmäuse geworden zu sein. Ich lese so viele Texte, richtig gute Texte, und trotzdem denke ich hinterher immer, was ist jetzt aber die Lösung? Wie kommen wir aus dem Dilemma raus? Scheinbar weiß es niemand. Viele reden also über die Probleme, aber wo bleibt die Lösung? Der Wähler wählt immer weiter, was er immer gewählt hat, oder fast noch schlimmer, er wählt überhaupt nichts, weil er hofft, dass sich alles irgendwie von alleine regelt. Und auf die Straße geht auch niemand. Ich muss also wieder mal an den Film Network aus dem Jahr 1976 denken. In diesem Film merkt der Moderator einer Fernsehsendung, in welche Machenschaften er verwickelt ist und erklärt das Publikum über die Mädchen auf, für die er selbst arbeitet. Er sagt ihnen, dass sie vollgepumpt werden mit Lügen und dass sie sich das nicht länger gefallen lassen sollen. Er fordert sie auf, wütend zu werden, ans Fenster zu gehen, es zu öffnen und laut zu rufen, ich lasse mir das nicht länger gefallen. Ich lasse mich nicht länger verarschen. Da es in über 60 Sendern ausgestrahlt wird, hat die Sendung eine enorme Reichweite und tatsächlich treten landesweit Menschen ans Fenster und machen sich Luft. Jetzt würde ich euch gerne auffordern, ans Fenster zu gehen und zu rufen, ich lasse mir das nicht länger gefallen. Ich bin ein menschliches Wesen und verdammt nochmal, mein Leben hat einen Wert. Nein, besser, geht auf die Straße,
Geht endlich auf die Straße und zeigt, dass ihr euch nicht länger für dumm verkaufen lasst. Werdet wütend, steht endlich auf und lasst euch das nicht länger gefallen.